Jo, ich bin jetzt gerade am Ossiacher See und bin jetzt an circa eine halbe Stunde hergepaddelt von ganz da drüben, vom Campingstrandbad Ossiacher See. Und jetzt haben wir einmal reingehupfen, das erste Mal. Also, es schaut zwar ziemlich dreckig aus, das Wasser, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wie man das sieht da, aber es sind halt alles voller Pollen im Wasser, also nicht nur an der Oberfläche, sondern auch unter dem Wasser. Also, wenn man oben schaut, ist alles voller Pollen. Aber das soll mich nicht weiter stören, weil daheim habe ich ja eine Dusche. Und ich freue mich jetzt schon auf das kühle Nass und dann auf das weiter Paddeln. Ich weiß nicht, wo ich hin wäre, ob ich noch wieder zurück wäre. Oder da vorne habe ich so eine kleine Boje gesehen. Vielleicht werde ich mich da einmal kurz dazuhängen und dann kurz relaxen und damit auch weiterfahren. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon aufs Einspringen. Ja, passt. Und auf los geht's los. War geil. Richtig fein, richtig angenehm. Jo, und jetzt bin ich da schon das zweite Mal reingekauft. Das See ist echt herrlich. Also, von dem, dass er dreckig ist, merkt man, wenn man schwimmt, überhaupt nichts. Okay. Und ja, wie gesagt, daheim gibt es die Dusche. Ja, und jetzt haben wir die Runde schon ziemlich fertig. Also, ich bin da, ich weiß nicht wie weit, gefühlt die Hälfte, in echt wahrscheinlich ein Viertel vom See umgepaddelt. Und jetzt sind wir auf die andere Seite und auf der anderen Seite wieder zurück. Und jetzt haben, ja, schaut es so aus, als ob da vorne ein Gewitter kommt. Und deswegen werde ich jetzt Richtung Strandbad wieder paddeln. Das ist gleich da drüben. Also da brauche ich jetzt wahrscheinlich noch 5 Minuten um und da wird es genau passen, dass ich den Regen, dass ich nicht in den Regen komme. Also es war ein wunderschöner Tag. Da oben sind übrigens zwei Paraglider, weil da oben ist die Görlitzen. Also da oben ist die Görlitzen, ja, das ist der Gipfel der Görlitzen. Genau. Und da sind, oder wie soll ich sagen, das ist ein Eldorado für Paraglider. Und da ist leider vorne, wo mein Auto parkt, der Landeplatz für die. Und das ist ziemlich cool, da die so anzuschauen, wenn man am Sub liegt. Naja, vielleicht mache ich das einmal, wer weiß. Ja, also in diesem Sinne, bleibt's frisch und bis dann.